Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Rache und Vergeltung. Und ich frage euch, was habt ihr aus Rachegefühlen, aus Rachegelüsten schon alles angestellt oder vielleicht sogar angerichtet? Tragt ihr im Moment Rachegefühle oder die Sehnsucht nach Vergeltung in euch? Und wart ihr schon mal, die umgekehrte Frage, wart ihr schon einmal Opfer einer Rache- oder Vergeltungsaktion und habt Lust, mir darüber zu erzählen? Wenn ja, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erster Anruf heute nach Thomas. Thomas, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hi Domian, grüß dich. Thomas, Rache, Vergeltung. Jawohl, genau. Ja, ich habe mal aus Rache jemandem halt körperlichen Schaden zufügen lassen. Zufügen lassen? Zufügen lassen, genau. Du hast das selbst nicht gemacht. Fangen wir vorne an. Was war passiert? Weswegen hattest du das Rachegefühl? Ich hatte Rachegefühle halt wegen einer Frau. Das heißt, meine damalige Frau, Freundin, die ist mir fremdgegangen. Mhm. Und aufgrund dessen habe ich dann natürlich diese Rachegefühle gehegt, dem Nebenbuhler gegenüber natürlich. Ja, war das ein fremder Mann oder war es ein Bekannter? Ja, also was heißt, ich kannte ihn schon, ich wusste, wer es war, wir kannten uns vom Sehen nicht näher, aber ich kannte ihn halt. Wie oft ist deine damalige Partnerin fremdgegangen? Also irgendwann habe ich es dann halt rausgefunden, ich habe dann halt ein bisschen hinterher spioniert etc., was man halt so macht, wenn man diese Vorahnung hat und ja, dann wusste ich es halt vom ersten Mal, ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen. Habe ihm gesagt, er sollte es also besser lassen. Also da lief einige Male ist da was gelaufen. Das ist nicht nur eins. Einige Male was gelaufen, natürlich. Und habe ihm dann halt gesagt, dass ich also über Möglichkeiten verfüge, ihm das Leben halt schon schwer zu machen. Das hast du ihm angedroht? Ja, das habe ich ihm angedroht, genau. Und dennoch ist nichts passiert? Er hat sich nicht zurückgenommen? Nee, er fand das also eher belustigend und hat dann also gesagt, ja gut, er hätte auch so einige Möglichkeiten. Und ich sollte halt mal machen, wenn ich der Meinung wäre, dass ich das halt machen müsste. Was hast du denn genau gemacht? Ich habe ihm dann Arme und Beine brechen lassen. Arme und Beine brechen lassen? Arme und Beine brechen lassen. Wer hat das getan? Also ich war zum damaligen Zeitpunkt in der Rotlichtszene beschäftigt. Und naja, man kennt dann natürlich gewisse Leute, die sowas ausführen. Wie viel Geld haben die dafür genommen, dass sie das gemacht haben? Wie viel musstest du denen zahlen? Ich habe dafür nichts bezahlt, ich persönlich. Das heißt, da ist eine Rechnung beglichen worden noch? Sagen wir mal, es war eine Gefälligkeit. Eine Gefälligkeit. Quid pro quo, eine Hand wäscht die andere. Wie haben die das genau gemacht? Haben die den Mann irgendwo aufgelauert in der Nacht oder wie ist das abgegangen? Die haben ihn zu Hause besucht. Zu Hause? Die haben gesagt, wo er wohnt. Und die haben ihn halt zu Hause besucht, ja. Und es sind beide Arme und beide Beine gebrochen worden? Jawohl. Hört sich grausam an. Das hört sich heftig an, ja. Finde ich auch. War so. Wie haben die das gemacht? Mit brutaler Muskelkraft? Also ich selber war nicht dabei, aber ich sag mal, ich kenne diese Herrschaften ja nun, die es getan haben. Und die sind also schon sehr kräftig, sind beide über 2 Meter groß und Schrankformat. Haben die dem Opfer gesagt, warum? Nee. Aber der hat das geahnt, was dahinter steckte. Ja, ich habe ihn auch im Nachhinein dann im Krankenhaus besucht. Warum? Krankenhaus lag. Warum das? Weiß ich nicht, einfach aus Dreistigkeit. Also nicht aus Mitgefühl, sondern aus Dreistigkeit? Nee, aus Mitgefühl auf gar keinen Fall. Und hast du dich da im Krankenhaus dann zu erkennen gegeben, dass du dahinter steckst? Nee, aber das brauchte ich auch nicht zu sagen, weil das wusste dann. Wir haben uns dann auch im Nachhinein, so nach circa 1,5 Jahren nach diesem Vorfall, dann irgendwann mal wiedergesehen und haben dann Stunden über diese Sache gesprochen und haben uns dann irgendwo, naja, ich sag mal, er hat es mir verziehen und ihr habt euch wieder vertragen. Wir haben uns wieder vertragen. Aber er hat dich nicht angezeigt. Nee, er hat mich nicht angezeigt. Du hast keine Gerichtsverhandlungen hinter dich bringen müssen deshalb. Nein. Also ist eine sehr krasse Geschichte, ne? Sehr heftig. Wie lange liegt das zurück jetzt? Fast 5 Jahre. Wie stehst du heute dazu?
zu dem Thema Rache in dieser Form. Nein, genau das, was du da veranlasst hast, was mit dem Mann gemacht wurde. Ja, es ist zwiespältig, ich weiß nicht. Also damals habe ich gedacht, musste halt machen, weil ich habe ihm es ja noch auch angedroht. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich halt drohe, dann muss ich auch irgendwann meine Tat ausführen, weil sonst wird man einfach ja nicht ernst. Nach dem Motto, ein Mann, ein Wort. Genau. Ja. Heute würde ich sagen, ich sag mal, in all dieser Zeit, Rotlichtmilieu, erlebt man natürlich auch negative Sachen. Mhm. Ich habe auch die ein oder andere strafrechtliche Verfolgung hinter mir. Mhm. Und aufgrund dessen würde ich natürlich heute solche Sachen gar nicht mehr machen. Ja, aber ich höre daraus, dass es dir eigentlich nicht wirklich leid tut. Und dass du es so emotional eigentlich bis heute nachvollziehen kannst. Und wenn nicht die anderen pragmatischen Bedenken wären, du es vielleicht auch normal machen würdest. Schwierige Frage, Domian. Ich glaube, also nochmal in dieser Form würde ich es nicht machen. Mhm. Ich würde mir dann wahrscheinlich anders helfen. Nämlich wie? Ja, ich weiß, also wenn ich sag mal, zu solcher Sache gehören ja auch immer zwei. Mhm. Also wenn meine damalige Freundin halt mit ihm fremdgegangen wäre, dann hätte ich ja prinzipiell ihr auch irgendwas in dieser Form antun müssen. Mhm. Darauf, hab ich ja nicht getan. Ja, darauf wollte ich natürlich jetzt auch hinaus. Jetzt musste dieser arme Mann leiden. Und deine Freundin, ist die, wie hast du die nicht mal zur Sau gemacht oder gab es da keinen natürlich Streit? Oder? Ja, selbstverständlich. Aufgrund dessen, weil es ja auch eben mehrere Vorfälle waren, es blieb ja nicht bei diesem einen Mal. Und wir haben uns dann auch relativ kurzfristig danach getrennt. Sie kam auch aus dem Milieu. Hat sie das denn eigentlich dann auch mitbekommen? Natürlich, ne? Das, natürlich und sie hat das auch kapiert, dass das von dir kommt, aus deiner Ecke. Hat sie sich dann direkt danach von dir getrennt oder wart ihr dann noch eine Weile zusammen? Nein, sie hat sich nicht von mir getrennt. Wir waren also, ich sag mal, ein grobes halbes Jahr weiterhin zusammen und ich habe mich dann irgendwann von ihr getrennt, weil auch diese Sachen eben von ihr nicht aufhörten. Aber ich bin jetzt in mehrerer Hinsicht etwas schockiert. Einmal, dass du das gemacht hast. Nee, dass du es gemacht hast, weil es eine ziemlich billige Art ist, finde ich. Vor allen Dingen. Du hast gerade den richtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, da gehören zwei zu. Richtig. Und wenn deine Freundin sich darauf nicht eingelassen hätte, wäre die Sache nie passiert, ne? Richtig. Nie wäre es passiert. So. Nee, nie. Und dass die dann, nachdem so etwas Brutales vorgefallen ist, dass die dann auch noch wieder ganz mehr oder weniger entspannt mit dir zusammen sein kann, finde ich schon sehr nett. Naja, ich weiß nicht, ob man das so entspannt nennen konnte. Okay, aber sie ist mit dir zusammengeblieben. Sie ist mit mir erstmal zusammengeblieben. Ja. Wie erklärst du dir denn, dass dieser Mann dich nie angezeigt hat? Aus Angst? Ich denke mal schon, weil er mich kannte, weil er wusste, wo oder was ich eben machte und über welche Möglichkeiten ich nun verfüge. Mhm. Auch wenn er es im Vorfeld vielleicht nicht ernst genommen hat. Mhm. Aber er wusste es schon. Mhm. Möglicherweise hat er sich halt schon gedacht, wenn er mich jetzt halt anzeigt, dann... Zumal er hätte es ja erst auch mal beweisen müssen. Es ist ja besonders perfide, dass du dann auch noch ins Krankenhaus gegangen bist, um quasi ihn da liegen, leiden zu sehen, ne? Im Gips, ja, oder wie er da lag. Völlig war schon eine Schweinereise. Ja, deswegen sage ich so, dachte ich auch gerade so, dass du vor dir selbst nicht erschreckst, dass du zu so einer Brutalität letztendlich fähig bist. Du hast es selbst nicht gemacht, aber letztendlich bist du natürlich Mittäter. Das ist mal gar keine Frage, nur wenn, also... Du hast gerade schon gesagt, du glaubst gar nicht, also Sachen, die ich in dieser Zeit erlebt habe, wie oft ich da selbst vor mir erschrocken war. Mhm. Da könnten wir 3 Stunden drüber reden. Kann ich mir vorstellen. Hast du denn jetzt in deinem Alter von 30 Jahren so eine Entwicklung gemacht, dass du ein bisschen doch schon mehr auf Abstand zu dieser brutalen Welt bist? Es klang gerade so. Ich habe mich aus dieser Sache zurückgezogen. Mhm. Ich sag mal, brutal ist die Welt nun mal. Egal, ob du jetzt in dieser Form kennenlernst oder in anderer Form, brutal ist das Leben immer. Ja gut, aber das ist so ein Spruch, ne? Ich finde es schon hart. Ja, natürlich, aber man kann es auch mitmachen und man kann auch versuchen, andere Lebenswege zu gehen. Keine Frage, das muss jeder. Das Problem ist überhaupt nicht gelöst worden, indem du veranlasst hast, dass dieser Mann so schwer verletzt wurde letztendlich. Das Problem ist an sich nicht. Probleme kann man letzten Endes sicherlich, wenn man, sag ich mal, ganz normal und objektiv drüber nachdenkt, Probleme kann man nie mit Gewalt lösen. Niemals. Das Problem wäre zu lösen gewesen. Ich denke mal, indem du dich von der Frau hättest sofort getrennt. Richtig. Dann wäre die Sache bereinigt gewesen. Richtig. Ja. Also, der Hintergrund meiner Frage war, hast du aus all dem gelernt für dich? Natürlich. Ja, das ja. Natürlich, auf jeden Fall. Ich für mich schon. Was machst du jetzt beruflich? Ich bin Kfz-Meister. Aha, und bist ganz aus diesem Milieu, aus der Szene raus? Ich bin ganz aus der Szene raus. Was heißt eigentlich, was hast du genau gemacht? Hast du als Zuhälter gearbeitet? Oder was? Ich habe in diesem Milieu, also ich bin auch wie die Jungfrau zum Kinde reingekommen. Mhm. Ich habe halt jemanden kennengelernt in der damaligen Zeit,
der da also wirklich mit beiden Füßen drin stand. Und wir haben dann zusammen, der hat einen Laden in Köln, wir haben zusammen Schmuck, Edelsteine etc. verkauft, in dem Milieu, eben an Zuhälter, an die Prostituierten etc. Und somit hatte man auch tagtäglich oder halt, ich meine, wir haben diesen Job nachts ausgeführt, nach dem alltäglichen Arbeitsleben. Und so hatte man halt 7 Tage die Woche Kontakt mit jeglicher Art von Leuten. Ja, verstehe. Weißt du, wie lange dieser Mann eigentlich im Krankenhaus lag und wie lange es gebraucht hat? 3 Monate. Ist er dann wieder richtig fit geworden zum Schluss? Ja, ist wieder richtig. Es waren also, ich sag mal, wohl aus medizinischer Sicht keine super komplizierten Brüche. Es waren halt eben Brüche. Und die ganze Sache war nach 3 Monaten wieder fit. Du hast dich auch mit dem, so, dass er keine Probleme mehr damit. Ja, du hast dich mit ihm ja nochmal unterhalten, sagst du. Ja. Hat er so ein bisschen erzählt, was in ihm vorgegangen ist, als er dann die 3 Monate im Krankenhaus lag? Ja, natürlich. Er hat also, wie gesagt, wir haben uns also durch Zufall nach 1,5 Jahren wieder getroffen. Und es war irgendwie lustig. Also man will es nicht glauben, wir haben uns gesehen und haben beide erstmal gelacht. Warum, wieso, weiß ich nicht. Also, nicht, aber ich hätte dich nicht angelacht, wenn ich, ja. Wenn ich der andere gewesen wäre. Aber wir haben halt, wir haben einfach beide gelacht. Ja. Ja, dann haben wir uns halt in den Kaffee gesetzt und haben dann also wirklich Stunden darüber geredet. Mhm. Und er hat mir schon gesagt, dass es also, dass er all diese Drogen natürlich im Vorfeld nie ernst genommen hat. Mhm. Und wie er dann im Nachhinein halt da im Krankenhaus lag, natürlich auch Zeit damit verbracht hat, darüber nachzudenken. Mhm. Und sich auch gesagt hat, sowas würde er nie wieder machen. Mhm. Also mit einer Frau, die irgendwo in einer Beziehung steht oder was auch immer, irgendwann anfangen. Thomas, hoffentlich kommt sowas nicht wieder vor. Also bei mir persönlich mit Sicherheit nicht. Das ist ein gutes Wort. Kann ich dir versprechen. Klasse. Alles Gute. Tschüss, Thomas. Domian, mach's gut. Ja. Ich bin verbunden mit Alexia. Und Alexia ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Trotz Rachegefühle vielleicht, oder? Bitte? Ich sag trotz gewisser Rachegefühle vielleicht, oder? Gewisser Rachegefühle. Also du hast Rachegefühle, du bist kein Opfer von Rache. Nein, ich bin kein Opfer von Rache, sondern ich habe meine Rache noch vor mir. Erzähl. Und zwar folgendes, ich habe vor, in kürzester Zeit ein schwarz-magisches Ritual zu machen zu lassen mit jemandem zusammen, in dem ich... Voodoo? Bitte? Voodoo? Naja, Voodoo, weiß ich nicht. Voodoo, schwarz-magisch halt auf jeden Fall. Mhm. In dem ich... meinem Noch-Ehemann ja so ziemlich das Schlechteste wünsche, was ihm so auf Erden noch passieren kann. Klingt ziemlich heftig, ne? Hat aber auch eine Vorgeschichte. Und zwar folgendes. Es klingt heftig und auch albern, aber entschuldige, wenn ich das vorab so bewerte. Wir werden jetzt drüber reden. Erzähl mir mal die Vorgeschichte. Ja, pass auf. Mein Mann und ich sind seit 12 Jahren zusammen. Wir leben jetzt seit 1,5 Jahren getrennt. Mhm. Und ich habe so ziemlich die Hölle erlebt mit ihm. Also wirklich so ziemlich die Hölle. Er hat also mir so ziemlich alles angetan, was man jemandem so antun kann. Er hat mich psychisch vollkommen von sich abhängig gemacht. Er hat mich misshandelt. Er hat mich... Also körperlich misshandelt, er hat dich geschlagen auch. Auch geschlagen, ja. Er hat mich im geschlechtlichen Bereich mit einer Kleinstbohrmaschine durchbohrt. Wie bitte? Er hat dich wie im geschlechtlichen Bereich mit einer Kleinstbohrmaschine durchbohrt? Im geschlechtlichen Bereich mit einer Minimod. Sagt ihr das was? Das ist so eine Bohrmaschine, die man so für... Ja. Feinstarbeiten benötigt. Hat er ist mit der Bohrmaschine in deine Vagina gegangen? Nein, nicht in die Vagina. Sondern? Durch den Kitzler. Aus dem Grund, weil er von mir verlangt hat, dass ich seinen Ring trage. Mhm. Als Zeichen meiner ewigen Liebe, beziehungsweise als Zeichen, dass ich ihm gehöre, ganz ungar. Mhm. Das sind also so... Ja, Moment, erzähl mal diese Geschichte, das ist ja unglaublich. Hast du dich nicht gewehrt? Wie ist es dazu gekommen? Nein, ja, was heißt gewehrt? Nein, er hat mich über Jahre hin von sich psychisch so abhängig gemacht, so hörig gemacht, dass er diesen Liebesbeweis von mir verlangt hatte, haben wollte. Aber erzähl doch mal genau diese Geschichte mit der Bohrmaschine. Du lagst dann da irgendwo und er hatte die Bohrmaschine. Ja, das war im Rahmen einer sexuellen Session. So kann man das vielleicht mal ausdrücken. Habt ihr so SM-Praktiken auch durchgeführt? Naja, so ein bisschen in diese Richtung. Ja. So ein bisschen. Warst du gefesselt währenddessen? Nein. Ja, und dann? Ja, und er hat mir das ich habe mich also sehr gewehrt. Er hat mir irgendwann den Vorschlag gemacht und hat gesagt, er möchte, dass ich seinen Ring trage und er möchte das auch selber machen. Und jetzt, das kann man jetzt nicht vergleichen, so wie mit einem herkömmlichen Piercing eigentlich heutzutage. Ich würde gerade sagen, wir müssen das erklären. Der Ring sollte im Schambereich eingeführt werden. Ja, genau. Ja. Mhm, genau, den sollte ich also tragen, den hat er auch selber gemacht, selber gefertigt, aus Stahl. Mhm.
Und den soll ich also tragen als Zeichen, ja, als Zeichen seiner Verbundenheit. Ja, beziehungsweise eigentlich noch heftiger als Zeichen, dass ich ihnen gehöre, sozusagen. Ja. Also das ist eigentlich so, wie man, weiß ich nicht, wie man, ich sehe das mal heute, so, wie man fast Tiere beringt als Zeichen, dass sie den Bauern gehören, so ungefähr. Gut, er hat den Wunsch geäußert und du hast wahrscheinlich gesagt, nein, das möchte ich nicht, oder? Genau, das habe ich, habe ihn für völlig verrückt erklärt und er hat also wirklich mich Monate, Tag für Tag, wirklich bearbeitet. Aber Alexia, wie kann man denn dann einen Menschen dazu zwingen, das an sich vornehmen zu lassen, wenn du beispielsweise nicht mal gefesselt oder angeschnallt warst? Ja, aus blinder Liebe. Du hast es dann mit dir machen lassen. Du lagst breitbeinig da und er ging mit der Bohrmaschine durch deinen Kitzler. Genau. Du hast Höllenschmerzen ertragen. Höllenschmerzen. Ich bin einen kleinen Tod gestorben. Es hat tierisch geblutet wahrscheinlich. Nee, das weniger, weil da sind also irgendwie wohl nicht so viele Nerven oder wie auch immer. Tierisch geblutet hat es nicht. Ein bisschen, aber nicht tierisch geblutet. Und dann hat er diesen besagten Ring eingezogen. Ganz genau. Mhm. Und das war also so der Beweis der Unendlichkeit, der unendlichen Liebe. Wie lange wart ihr zusammen? Also ihr wart insgesamt 12 Jahre, sagst du, verheiratet oder zusammen? Ja. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen, als das passiert ist? Oh, 7 Jahre. Dann bist du immer noch 3 Jahre bei diesem Mann geblieben. Ach, was rede ich? 5 Jahre noch bei ihm geblieben. Nee, wir leben jetzt seit fast 2 Jahren getrennt. Also, aber du warst noch einige Jahre dann bei ihm? Oder? 3 Jahre noch, hm? Genau. Warum? Ja, warum? Liebe macht nicht blind, Liebe macht blöd. Ich war ihm ganz einfach hörig, absolut hörig. Was hat denn dann das Fass letztendlich dann doch zum Überlaufen gebracht, dass du gesagt hast, ich trenne mich von diesem Mann? Ja, der psychische Druck wurde irgendwann einfach zu groß. Der wurde zu groß. Dieser Ring, beziehungsweise der hielt nicht richtig und er wollte dieses Ritual wiederholen. Und dem habe ich mich also verweigert. Mhm. Immer und immer und immer wieder. Und zwischendurch, also wenn es ganz heftig wurde, er war sehr jähzornig, wenn es ganz heftig wurde, er hat mich geschlagen, er hat mich zusammengeprügelt. Er hat aber auf der anderen Seite alles unter diesem Deckmantel der Unendlichkeit der Liebe. Und ich habe mich dieser Sache, dass er das also nochmal machen wollte, er hat also irgendwann zu mir gesagt, pass auf, entweder du trägst meinen Ring oder du lässt es und wenn du es nicht tust, dann wird unsere Beziehung auseinandergehen. Und ich habe mich dem verweigert. Also der Ring war letztendlich dann doch die Ursache der Trennung? Ja, letztendlich ja. Letztendlich ich habe dieser Sache verweigert, das also nochmal über mich ergehen zu lassen. Mhm. Aber ist er denn da nicht vollends ausgeklingt und ausgerastet? Er ist vollends ausgeklingt, ja. Bei uns war also mehrmals dann nachts der Notarzt und die Polizei, weil er mich also wirklich misshandelt hat. Mhm. Ja, und dann irgendwann hat er es also begriffen, dass ich das ganze Spielchen nicht nochmal mit mir machen lasse. Und er ist gegangen, hat uns also wir haben also eine kleine Tochter zusammen, hat uns die ganze Wohnung aufgeräumt, hat alles mitgenommen, was Wert hatte, alles. Wir saßen von heute auf morgen wirklich in einer leeren Wohnung, konnten keine Miete mehr bezahlen, gar nichts. So, und jetzt sag mir nochmal, damit ich das so einordnen kann, wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Gibt es irgendeinen Kontakt noch zwischen euch? Ja, den Kontakt, den muss es geben, weil wir haben, wie gesagt, ein gemeinsames Kind. Mhm. Und da ist auch der springende Punkt. Er schießt also immer noch jetzt wirklich aus Hass oder aus Rache auch, aus vollen Kanonenrohren gegen mich. Mhm. Und das Letzte, was er versucht hatte, war eben ein Kindesraub. Ne? Er hat also versucht, mir meine Tochter versucht, die Kleine zu rauben. Und das kann man das nicht benennen. Aber es ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Das ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen, weil ich habe gute Nachbarn gehabt, die sofort eingegriffen sind und habe Polizei und Jugendamt etc. gerufen. Aber es gibt ein Umgangsrecht trotz allem für ihn. Er holt also die Kleine jetzt also regelmäßig und ich rede selber mit ihm jetzt überhaupt nicht mehr. Aber der Kontakt ist irgendwo noch da und es kommt also wirklich psychische Angriffe oder er versucht mich kaputt zu machen, ganz einfach. Er hat mich eigentlich kaputt gemacht, ich habe mich berappelt, aber er versucht es weiter. Ne? Ihr seid aber noch nicht geschieden. Wir sind noch nicht geschieden. So, jetzt kann ich natürlich deinen Hass nachvollziehen. Absolut. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Jetzt erzähl mir genau, was du vorhast. Du willst in eine schwarze Magie-Seance gehen. Ja, genau. Und willst ihm wirklich, wie man das so aus Filmen im Voodoo-Kult kennt, ihm böse Dinge an den Hals wünschen. Oder wie? Erzähl. Ja, genau. Sowas in der Art. Das wird auch funktionieren. Also es hat, ich habe eine sehr gute Bekannte und die hat also eine Seance auch gemacht vor einiger Zeit. Das ist also, was heißt vor einiger Zeit? Vor 2 Jahren ungefähr. Mhm. Das hat auch funktioniert. Die hatte also einen Freund, der sie ständig betrogen hat und sie hat also sich irgendwann auch auf so eine Session eingelassen und hat ihm also Impotenz gewünscht und das hat funktioniert. Das hat wirklich geklappt. Mhm. Und ist natürlich eine heftige Geschichte und normalerweise liegt das auch nicht in meinem Wesen oder in meiner Art.
Und ich muss natürlich meinen Preis auch dafür bezahlen. Und ich bin sehr, sehr lange mit dieser Sache in meinem Kopf schwanger gegangen und habe gedacht, mache ich das oder mache ich das nicht? Und hast dich jetzt dafür entschieden? Ich habe mich dafür entschieden und ich werde das auch tun. Du wirst es bald machen? Ich werde es bald machen, ja. Und was wirst du ihm wünschen? Was wünschst du ihm an den Hals? Also ich wünsche ihm nicht den Tod. Das wünsche ich nicht, das könnte ich auch, dass er verunglückt oder irgendwas ähnliches, aber das tue ich nicht. Du wirst ihm etwas Negatives wünschen, das hast du dir sicher... Ich wünsche ihm, dass er in seinem ganzen Leben, was er noch vor sich hat, keinen Tag mehr glücklich sein wird. Ich wünsche ihm das Schlechteste, ich wünsche ihm wirklich alles Schlechte, was einem Menschen widerfahren oder passieren kann, das wünsche ich ihm. Jetzt gehen wir mal aus dem Bereich der Mystik heraus. Und ich frage dich ganz profan, warum hast du den eigentlich noch nicht angezeigt, nach dem, was der dir alles angetan hat? Ach, ja, das liegt alles in so einem Bereich, der so ein bisschen schwammig ist. Wenn ich ihn anzeigen würde, wofür? Wofür soll ich ihn anzeigen? Was er mir angetan hat, habe ich ja letztendlich zugelassen. Und ich kann ihn nicht dafür anzeigen, wofür ich im Prinzip selber, ich meine, ich weiß, ich bin mir über eins im Klaren, es gehören zu allen Sachen immer zwei und ich... diesen Spruch will ich gar nicht hören. Es gehören nicht zu allen Sachen immer zwei. Wenn eine Frau vergewaltigt wird beispielsweise, gehören da nicht zwei zu, sondern einer. Und so gibt es auch viele Gewalttaten, ganz viele Gewalttaten, wo wirklich ein Mensch definitiv schuldig ist und der Täter ist. Ne? Ja, richtig. Ja. Also ich habe da ein sehr zwiegespaltenes Gefühl, Alexia, was du da vorhast. Ein sehr zwiegespaltenes Gefühl. Auch zum Beispiel aus dem Grunde, weil ich gar nicht weiß, ob es dir gut tut, wenn du dich auf solche Dinge einlässt. Das wird dich immer und immer wieder begleiten. Im Vorgespräch hat man mich gefragt, was ich denn dafür bezahle, ob ich diesen schwarzen Magier, ich mache das ja nicht alleine, ob ich diesen Magier bezahle, ob der Geld von mir nimmt oder irgendwas anderes. Nein, er nimmt kein Geld von mir, auch nichts anderes. Den Preis bezahle ich natürlich schon dafür, denn der Preis ist, solche Sachen haben so einen Bumerang-Effekt. Ich weiß, und darüber bin ich mir im Klaren, aber mittlerweile bin ich mir darüber auch selber schlüssig, dass ich das akzeptiere, dass ich das hinnehme. Irgendwo kommt natürlich irgendwas auf mich zurück. Das ist mir vollkommen klar, vollkommen. Aber das nehme ich halt mal. Ich würde das auch noch nicht so ganz zur Seite wischen wollen, was du gerade gesagt hast, von wegen, ich kann ihn nicht verantwortlich machen für etwas, zu dem ich auch zugestimmt habe. Nur reicht unsere Zeit nicht, diese 12 grauenhaften Jahre oder die vielen Jahre aufzulisten, was da noch alles passiert ist. Vielleicht wäre es ja doch ratsam, nur mal so zur Information, Alexia, dich mal mit einem Anwalt zusammenzusetzen und mal darüber zu reden. Mir wäre viel wohler, wenn du den anzeigen würdest und wenn dann ein ordentliches Gerichtsverfahren stattfinden würde, als so ein Hokuspokus. Das habe ich nicht. Nicht nur wegen des Hokuspokus, sondern wirklich wegen dir. Es hält dich fest, so etwas. Ja, ist richtig. Nur die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, dafür kann ich ihn rechtlich, rein rechtlich, also in unserem Staat, mit unseren Gesetzen nicht belangen. Da habe ich mich schon erkundigt. Ah, ja. Also ich gehe zu einem Psychologen, beziehungsweise zu einem Psychiater bin ich auch gegangen, habe ein psychologisches Gutachten über mich selber erstellen lassen auch, zum Schutz meiner Tochter einfach, weil er eben versucht, auch mir mein Kind wegzunehmen und mit irgendwelchen Sachen dagegen mich schießt. Und habe ich gesagt, so, jetzt mache ich ein psychologisches Gutachten von mir selber, lass das anfertigen, damit diese Sachen, mit was auch immer er schießt, aus dem Weg geräumt sind. Und diesem Psychiater habe ich das alles auch erzählt. Es sind ja noch einige mehr Sachen so, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Dem habe ich das auch alles erzählt. Nur im rechtlichen Bereich kann ich nichts machen. Du bist jetzt wild entschlossen, das zu machen? Ja, wild entschlossen. Ich werde dich jetzt auch nicht davon abbringen können. Nein. Ich habe keine andere Möglichkeit. Du bist voller Hass. Voll Hass und voll auch Wut und voll Zorn. Ich meine, wir leben jetzt anderthalb Jahre getrennt und er lässt immer noch nicht locker, immer noch nicht. Er versucht immer noch weiter, mich kaputt zu machen. Und wenn er mich kaputt macht, dann macht er natürlich auch meine Familie. Natürlich. Und mein Kind kaputt. Ich bin nur immer wieder fassungslos, trotz der vielen, vielen tausend Sendungen, die ich gemacht habe, was Menschen sich antun können. Ja, wobei ich muss natürlich da das ganz klar sagen, was Menschen sich auch selber antun lassen, nicht wahr? Und das auch. Ja, wirklich, Alexia. Ja. Und das auch, ja. Und meistens Frauen. Und meistens Frauen. Ganz genau. Nur da er jetzt eben halt keine Ruhe gibt und da er jetzt also wirklich sogar versucht mit ganz dreckigen Tricks, also mir also wirklich das Kind wegzunehmen, obwohl das Kind will gar nicht bei ihm leben und trotzdem versucht er das mit allen möglichen Tricks, ja, habe ich mich also dazu entschlossen. Also ich habe mir diesen Entschluss nicht leicht gemacht. Ich habe da wirklich lange, lange drüber nachgedacht und ich werde es tun. Ich werde dafür sorgen, dass er in diesem Leben keinen schönen Tag mehr hat.
Also ich halte das nicht für richtig, was du da vorhast zu machen, aber ich muss auch gleichzeitig zugeben, ich bin ratlos, wie man dir auch emotional helfen kann. Wie du aus dieser Ansammlung von Erniedrigung und Wut und Zorn herauskommen kannst. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist sehr schlimm und sehr traurig, was du erzählt hast. Dennoch sage ich erstmal einen ganz profanen und weltlichen Wunsch. Ich wünsche nur, dass er euch in Ruhe lässt und dass du mit deiner Tochter ein ruhiges Leben haben wirst in der nächsten Zeit. Alles klar. Alles Gute. Danke dir. Auf, schön auf, und viel Glück noch für deine Sendung. Vielen Dank, Alexia. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Jetzt habe ich hier die Sonja. Hallo Sonja. Ja? Ja, 33 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Jetzt habe ich gerade gehört von Leuten zweimal, die selbst Rache entweder ausgeübt haben oder ausüben wollen von Alexia. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich will auch Rache ausüben und den einen ersten Teil davon habe ich schon erledigt. Ja, und den zweiten Teil, das ist eigentlich das Wichtigste, die kommt erst noch. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das alles so machen kann. Um wen geht es denn? Es geht um meine Freundin, an der will ich mich rächen. Eine Partnerin oder eine platonische Freundin? Nee, eine platonische, also meine allerbeste Freundin. Deine allerbeste Freundin. Seit Kindergarten. Ja, was hat die Freundin dir angetan? Sie hat mir meinen, von vorne an. Ich war mit einem Mann zusammen, mit dem war ich 5 Jahre auch verlobt und dann war ich mit ihm auseinander. Mhm. Und wir waren aber immer noch befreundet so zusammen. Mhm. Und er hat auch immer wieder zwischendurch irgendwie gesagt, ich will dich zurückhaben. Ich liebe dich immer noch und ich will dich zurückhaben. Mhm. Und ich habe das natürlich immer wieder meiner Freundin auch erzählt und wir haben darüber geredet und hier und da und hin und her. Und dann war es so Mitte des Jahres, also ab August letzten Jahres. Mhm. Da meinte sie dann plötzlich, ob ich dann was dagegen hätte, dass sie sich mit ihm trifft, so ein Bier zu trinken oder so. Ne? Mhm. Aber man hat richtig an ihrer Stimme gemerkt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, nein, dagegen habe ich eigentlich gar nichts. Mhm. Aber ich hatte auch gleichzeitig Angst, dass sie halt mit ihm zusammengeht. Mhm. Ne? Und das habe ich sie auch gefragt. Und sie sagte, nein, zusammen, niemals und überhaupt. Und ja, und dann war es so, dass er halt vor Weihnachten sogar noch gesagt hat, ich will dich zurückhaben. Dich jetzt? Ja. Mich. Sonja. Ja. Genau. Er hat zu Sonja gesagt, ich will dich zurückhaben, ja. Genau. Mhm. Und daraufhin habe ich ihm aber keine direkte Antwort gegeben, obwohl ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, aber irgendwie, ich war mir noch nicht ganz sicher und ich wollte halt nicht, ich wollte nicht unbedingt die Falle scheu machen, bevor ich nicht ganz genau weiß, was los ist. Das war vor Weihnachten. Wann ist jetzt die Freundin in Aktion getreten? Ja, die sind Neujahr zusammengekommen, also Silvester, Neujahr, so muss das passiert sein. Mhm. Und ich war über die Jahre nicht da und bin dann zurückgekommen. Und wurde es davon in Kenntnis gesetzt quasi. Ja, richtig. So, jetzt frage ich mich natürlich sofort, warum bist du so zornig? Du bist mit diesem Mann nicht mehr zusammen gewesen. Er hat dich sogar vor Weihnachten gefragt und du hast keine ordentliche, klare Antwort gegeben im Sinne von ja. Ist es denn dann nicht okay, wenn er sich anders orientiert? Als ich das erfahren habe, ich habe mich wirklich verraten. Verraten und verkauft habe ich mich gefühlt. Jetzt erzähl mal, was du vorhast, was du gemacht hast schon mit deiner Freundin und was du vorhast. Ja, mit meiner Freundin habe ich noch nichts gemacht. Mhm. Mit diesem Mann habe ich schon geschlafen. Mhm. Und ich habe vor, dass sie das ja entweder knallhart sieht oder ich will ihr das erzählen. Wobei ich jetzt denke, wenn ich ihr das erzähle, wird sie mir das nicht glauben. Was meinst du mit knallhart sieht? Hast du einen Videorekorder mitlaufen lassen? Einen Videofilm mitlaufen? Nein. Ich habe dann vor ihn halt, ich meine, es hat zweimal geklappt und einmal kam das sogar dann auch von ihm. Mhm. Und das wird dann auch wieder klappen. Und dass ich dann halt sie davon in Kenntnis setze irgendwie, dass sie einfach mal vorbeikommt. Mhm, halt, wenn er dann da ist. Mhm. Und aber ich muss sagen, es ist aber auch eine Flasche, den ihr beide da anbaggert. Was ist denn das für ein Typ, der so und so und von allen und es ist, also er wirkt auf mich nur auch gerade nicht, als wäre er eine sehr respektable Person, wenn er sich entschieden hat, mit deiner Freundin zusammen zu sein und schläft dann gleich wieder zweimal mit ihr danach. Ja, er sagt, ich liebe dich immer noch. Was hast du denn mit deiner Freundin bislang besprochen? Das ist doch sicher auch sehr angespannt zwischen euch beiden.
Wir haben seitdem eigentlich, ja doch, wir haben uns einmal danach getroffen und das Thema Harry, so heißt er, ist dann also tunlichst vermieden worden, also wirklich von beiden Seiten. Ne? Auf wen hast du denn jetzt eigentlich mehr Zorn? Auf ihn oder auf sie? Auf sie. Auf sie, ne? Das hörte sich ja anfänglich auch so an, aber es ist doch eigentlich auch wieder bescheuert, weil er macht das doch genauso mit. Ja, er ist doch ein erwachsener Mann, der Herr seiner Sinne ist. Ja. Eigentlich müsste sich der Zorn doch zumindest genauso auf ihn richten wie auf sie. Vielleicht noch mehr auf ihn als auf sie. Hat er anfangs auch. Also anfangs war ich auf beide zornig und ich wollte, das war das auch, warum ich überhaupt diese Aktion gestartet habe. Mhm. Ich habe ihn also, er ist hier zu mir gekommen und ich habe ihn eiskalt verführt. Ich meine, ich kann auch den Zorn nachvollziehen auf deine Freundin, weil es ist deine beste Freundin und sie hat auch nicht mit ganz offenen Karten gespielt, weil sie wahrscheinlich schon lange in den verknallt war und es dir nicht erzählt hat. Ja. Ne? Das ist natürlich auch verständlich. Ja, aber sie hat vorher wohl irgendwann mal gesagt, ich möchte mich mal gerne wieder verlieben. Mhm. Aber sie hat nicht gesagt, dass sie Harry eigentlich auch ganz toll und nett findet. Nein. Das hat sich ja vermutlicherweise sehr lange angebahnt schon. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ja, wahrscheinlich, aber ich habe davon ja nichts mitbekommen. Sonja, was willst du denn? Was ist jetzt dein Wunsch? Willst du du willst die beiden auseinanderbringen? Ja. Und du willst Harry haben? Ja. Aber ich sage dir, das, was Harry jetzt da anstellt, ne, das kann er mit dir wieder so anstellen. Dann bist du die Opferfrau vielleicht und das ist eine Dritte. Wenn einer einmal so etwas macht oder öfter sowas gemacht hat, macht es immer wieder, auch mit dir irgendwann. Eigentlich ist es ja ganz schlimm. Er ist mit deiner Freundin zusammen und die tuchteln rum und schwören sich die große Liebe vielleicht. Und er geht fremd. Er geht nach ein paar Wochen schon fremd. Ja, sicher. Sinkt er denn eigentlich nicht in deinem Ansehen, dass er das jetzt macht mit dir? Doch, doch schon. Ne? Finde ich auch, ja. Ja. Aber ja, das, ich meine, es wäre sowieso, wenn sie dann hier in der Tür stehen würde und ich bin gerade mit ihm zugange oder wir sind auch nur nackt oder was weiß ich. Dann wäre sowieso mit beiden finito, das ist mir schon klar. Also ach so, du nimmst das in Kauf, du willst jetzt deine Rache ausleben und es kann sein, dass du beide verlierst. Ja, ich werde dann sehr wahrscheinlich beide verlieren, aber sie habe ich sowieso schon als Freundin verloren, weil sie mich halt so hintergangen hat. Naja, sie hat dein Vertrauen völlig missbraucht. Ne? Ja, genau. Das finde ich auch, also auf jeden Fall, ja. Ich meine... Aber er ist eben auch da und er ist auch schuld. Ja, natürlich, sie ist nicht nur alleine schuld, das ist schon klar. Du bist wahrscheinlich ganz aufgewühlt, ne? Vor Demütigung auch, ne? Vor Schmerz. Ja, natürlich. Mhm. Und dann ist es auch noch so, dass er also immer nur Zeit hat, wenn sie arbeiten muss oder sie ist jetzt, wenn sie halt keine hat, ne? Und aber wie stellt er denn die Situation im Moment so dar? Er geht mit dir in die Kiste, er sagt zu dir, dass er dich auch noch liebt, sagt aber auch, oder man weiß es, dass die beiden zusammen sind. Wie soll das denn seiner Auffassung nach weitergehen? Ja, er will sich ja entscheiden, das hat er wohl schon gesagt. Aber... Ja. Ist ihm klar, dass er absolut mit dem Feuer spielt und dass er vielleicht dich dann auch verliert demnächst? Wahrscheinlich nicht. Hm. Ja, die Rache der Frauen. Aber auch verständlich. Also jetzt auf beide bezogen finde ich es wirklich auch verständlich, dass du so empfindest. Ja. Und das ist ja noch eine Form der Rache, die auch noch okay ist, sie auszuleben. Es hat ja eine andere Ebene, als wenn man einem Menschen die Arme und Beine brechen lässt. Ich meine, ich hatte mir jetzt für Valentinstag was ganz Fieses ausgedacht. Mhm. Aber das habe ich dann jetzt doch nicht gemacht. Ich wollte einfach zu Metzger gehen und ein Schweineherz kaufen. Das dann in eine nette Dose packen, noch vielleicht so ein bisschen Ketchup oder ja, irgendwas Blutartiges dazu tun und ihr das dann nett verpackt vor die Tür legen. Ist albern. Ja, ist albern. Hab ich mir auch gedacht. Mhm. Ja, ist albern. Deswegen habe ich das nicht gedacht. Es ist mit der Rache ja wirklich so ein Ding. Ich selbst neige auch dazu, sehr starke Rachegefühle zu entwickeln, wenn ich verletzt wurde oder gedemütigt wurde. Ich habe aber so gelernt, dass Rache ein ganz schlechter und schlimmer Lebensbegleiter ist. Und dass man, wenn man sich zu sehr auf die Rache einlässt, darunter weit und weit und weiter leidet auch. Es bedingt keine richtige Abklärung, wenn man Rache lebt. Es bringt keine Abklärung mit sich. Hm. Naja, Sonja, dann mach mal. Dann mach mal. Ruf mich mal nochmal an. Ja, okay. Ja, wenn's passiert ist. Alles klar. Okay. Jo. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, 30 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause.
1.35 Uhr, 20 Sekunden, Radio 1 Live ist hier. Und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Rache und Vergeltung. Ich möchte mit euch reden, die ihr Rachegefühle habt. Lust auf Vergeltungsaktionen, warum auch immer. Und ich möchte mit euch reden, die ihr schon einmal Opfer wart von Racheaktionen und Vergeltungsaktionen anderer Leute. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111. Faxnummer kostenfrei 0800 5678 110. Und die nächste Anruferin, das ist die Amika. Und Amika ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Amika. Du willst auch Rache ausüben? Nein, ich habe schon Rache ausgeübt und weiß, dass es absolut sinnlos ist. Mhm. Erzähl mal. Ich wurde viele Jahre meines Lebens vergewaltigt, als kleines Kind. Also sexuell missbraucht? Ja. Ja. Von wem? Von einem Familienmitglied. Mhm. Und es weiß keiner, weil ich habe viele Jahre verdrängt, weiß nicht, weggeschoben. Ich habe jedenfalls nie daran gedacht. Und jetzt kam es halt hoch letztes Jahr. Lass mich nochmal fragen, wie viel Jahre hast du das erleiden müssen und von welchem Alter an? Zwischen 6 und 11 Jahren. Zwischen 6 und 11 Jahren. War es der Vater oder der Bruder, was also aus einem ganz nahen Umfeld? Nein, mein Papa würde mir sowas nie antun. Mhm. Es war aus einem sehr nahen Umfeld. Und warum ich auch heute nicht begreife, warum ich so lange nichts gemerkt habe oder geschwiegen habe. Im Nachhinein versuche ich mir das so zu erklären, dass ich meine Familie schützen wollte, mhm. Weil deshalb werde ich ihn auch nicht anzeigen, mhm. weil ich einfach nicht will, dass meine Familie davon etwas erfährt mhm. und ja. Angst davor habe, dass mir nicht geglaubt wird. Also es weiß wirklich niemand? Ich bin in Behandlung, aber noch nicht sehr lange. Ja. Es bringt mir zwar überhaupt nichts, aber naja, mal probieren. Wie kam es denn überhaupt, dass das jetzt, du bist 21 Jahre alt, jetzt oder vor kurzem erst alles bewusst dir geworden ist, so hochgekommen ist? Das war halt eine Situation mit meinem Freund mhm. im Bett. Mhm. Und ich hatte vorher schon Partner und da ist auch was im Bett gewesen. Mhm. Aber halt in dem Moment kam das so hoch. Mhm. Ich habe Panik gekriegt, bin weggelaufen, habe geschrien und er saß da und wusste nicht, was los ist. Mhm. Ich habe ihm dann ansatzweise was davon erzählt, dass er mich irgendwie verstehen kann, aber ihm nicht alles erzählt, weil das könnte ich ihm nicht antun, weil dann würde er genauso zerbrechen. Hast du aufgrund dieses Erlebnisses dann für dich selbst die Entscheidung getroffen, ich muss mich in eine therapeutische Behandlung begeben? Nein, das habe ich nicht. Ich habe mich ein paar Mal versucht, selber umzubringen. Mhm. Und ich wohne nicht alleine, ich wohne in einer WG und wurde halt immer vorzeitig gefunden, also zweimal. Was hast du gemacht? Tabletten genommen? Einmal habe ich Tabletten genommen und Alkohol aufgetrunken mhm. und da wurden die leeren Tablettenschalen gefunden und da haben sie halt gedacht, irgendwas ist hier faul bei so vielen Tabletten und die leeren Alkoholflaschen. Mhm. Und da wurde mir rechtzeitig der Magen ausgepumpt und einmal habe ich mir die Pulse aufgeschnitten und da wurde ich... Angeblich sollte ich 2 Tage zu Hause alleine sein, aber sie sind dann doch schon früher gekommen und da wurde ich noch rechtzeitig gefunden mhm. und bin dann halt in Psychiatrie eingewiesen worden. Und dadurch kam das in die Gänge mit der Behandlung jetzt noch? Mhm. Ja. Gegen meinen Willen, aber... Du möchtest das gar nicht. Was bringt's mir? Ja, vielleicht bringt es dir eine Hilfe. Vielleicht bringt es dir eine Konfrontation erstmal mit dieser Zeit, was sehr schlimm ist für dich. Aber nur durch Konfrontation wirst du es vielleicht überstehen können und überwinden können. Durch diese scheiß Konfrontation habe ich Albträume jede Nacht. Ich habe Angst vorm Einschlafen, wenn ich diese Menschen ansehe. Ich will damit nicht konfrontiert werden. Ich will es vergessen. Und aus diesem Grund ist auch diese Rache. Was bringt mir das? Ich habe es gemacht, ich habe es ausgeübt, habe gehofft, dass es mir in irgendeiner Weise hilft. Was genau hast du denn gemacht an Rache? Jetzt im Nachhinein weiß ich Lappalien. Also. Ach, damals hast du Rache versucht auszuüben gegenüber dieser Person? Nee, das ist schon jetzt im letzten Jahr gewesen. Lappalien, wenn ich überlege, wie alt ich bin und dann noch so einen dummen... Aber ich habe einfach nur die Vorstellung gehabt, ich muss diesen Menschen auch wehtun. Er hat mein Leben zerstört. Dann sag mir mal, damit ich begreife, was du gemacht hast mit ihm. Ich habe seine Freundin, damalige Freundin, ich habe sie aufgehetzt. Also ich hasse dieses Mädel und er ist halt mit jeder x-beliebigen ins Bett gesprungen, hat sie betrogen
Und das habe ich ihr gesteckt. Ich habe anonyme Briefe geschrieben, habe sie angerufen, habe ihr alles erzählt. Und jetzt, dann hat sie Schluss gemacht. Und aber das, ja, das war für dich gar kein Erfolgserlebnis. Nee, weil klar, er hat in dem Moment, stand er da wie doof, aber 2 Wochen später hatte eine neue Freundin gehabt und dann war alles wieder vergessen. Was hast du noch gemacht? Ich habe eine Schwester, eine kleine Schwester, und er liebt sie abgöttisch. Und ich habe ihr halt Lügen über ihn erzählt. Ich habe halt erzählt, dass er stiehlt, dass er andere Leute zusammenschlägt, dass er halt ein schlechter Mensch halt ist. Aber diese kleine Schwester lässt er in Ruhe? In dem Punkt schon. Sie will halt nichts von ihm wissen und das tut ihm total weh, weil ich ihr das erzählt habe. Aber auch das gibt ja keine Genugtuung. Nein, weil es mir in dem Punkt ja nicht hilft, meine Schmerzen zu vergessen, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Ich verstehe das, was du sagst. Auch in diesem Fall, glaube ich, hat diese Rache überhaupt gar keine Funktion. Überhaupt nichts. Aber ich will dir doch das noch mal ein bisschen ausführen, Amika, was ich gerade angefangen habe zu sagen. Du wischst das jetzt so weg und sagst, nee, was bringt mir das? Ich habe Albträume. Vielleicht ist durch diese Albtraumphase gehen, ist es ein Teil dieser Therapie, die du dann mit dir selbst auch veranstaltest. Aber doch nicht so lange. Aber guck dir mal die Alternative an. Die Alternative war, dass du fast zweimal gestorben wärst. Und ich wünsche mir es immer noch. Ja, aber was ist denn das für ein Lebensansatz? Hast du denn nicht auch die Sehnsucht danach, vielleicht mal ein schöneres Leben zu führen? Nicht mehr. Nee, im Moment, mein Leben besteht darin, meine Eltern nicht zu enttäuschen, Gutes für meinen Freund da zu sein. Und für mich selber ist das kein Leben mehr. Weil du immer lügen musst und immer spielen musst. Die Schauspielerei, ich weiß nicht, wie ich das so viele Jahre hingekriegt habe, warum. Ja, aber vielleicht nimm das doch vielleicht mal als Chance, diese Katastrophe, in der du im Moment so steckst, dass eben alles aufbricht, dass vielleicht irgendwie sich dadurch ein Leben entwickeln könnte, weg von der Schauspielerei und von der Lüge. Ein ganz anderes Leben, die Chance hast du, du bist so jung noch, Amika. Ich habe hier, ich will dir sagen, das ist jetzt keine plumpe Trösterei oder so etwas. Ich habe in dieser Sendung so oft mit Frauen gesprochen, mit jungen Frauen. Ich guck's regelmäßig. Ja, die schlimmsten Missbrauch hinter sich haben, die durch die Hölle gegangen sind bei den Therapien, die das Jahre noch durchgemacht haben und dann es geschafft haben und dann ein schönes Leben geführt, ein Leben, von dem sie vielleicht gar nicht mehr träumen konnten früher. Der Punkt ist ja, das kann ja alles sein, aber ich stehe alleine da. Meine Familie weiß davon nichts. Dieses Schwein sehe ich regelmäßig bei Familienfeiern, bei sämtlichen Anlässen. So, jetzt gestatte die Frage, warum du machst so kleine Scheißereien da, von wegen die Freundin aufhetzen, anonyme Briefe schreiben und so etwas. Warum erzählst du es deiner Mutter und deinem Vater nicht? Weil ich Angst habe. Warum? Vor was hast du Angst? Dass sie mir nicht glauben. Weil, wie kann man einem Menschen glauben, der 10 Jahre seines Lebens geschwiegen hat und dann ja auf einmal... Amika, ich kann dir sagen, warum? Weil das eigentlich ganz normal ist in solchen Fällen. Weil das fast alle tun, die so etwas erfahren haben. Und du bist noch jung. Es gibt Leute, die erst mit 30 sprechen oder noch später. Du bist 21 und redest jetzt. Ja, weil... Und wenn man sich mit der Materie beschäftigt und wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, dann werden sie es dir glauben. Aufgrund dieses guten Verhältnisses, das ist schon alleine der Kerl, dieses Schwein, der hat einen guten Status in der Familie und die Familie wird sich spalten, 100%. Dann spaltet sie sich eben. Das kann ich, das doch nicht wegen mir. Doch, um wegen dir. Doch, genau wegen dir, Amika. Das würde ich nie zulassen. Warum denn nicht? Du lässt eine fulminante Lüge zu, die stattfindet. Betrug und Lüge lässt du zu. Ist das okay? Ich habe es aber geschafft, alle in meiner Familie zu schützen. Was heißt denn schützen? Ich verstehe das Wort schützen nicht. Ich habe 2 kleine Schwestern und ich habe es geschafft, dass er sie nie angefasst hat. Gut, das ist ja ehrenwert. Ja, und was bringt mir das, wenn ich jetzt den Krieg in der Familie auslöse? Was? Es hilft mir doch selber nicht weiter. Doch, ich bin ganz sicher, dass es auch dir weiterhelfen wird. Selbst nehmen wir den Fall an, was ich nicht glaube. Ich glaube es nicht, ich kenne die Familie überhaupt nicht. Nehmen wir nur mal den Fall an, die Familie würde es dir nicht glauben. So bringt es dir enorm viel, dass du das aus dir herauspustest, dass du das sagst, dass du es öffentlich machst. Es ist ein weiterer Schritt für die innere Befreiung. Ich könnte Stein und Bein schwören, dass es dir gut tut. Auch wenn erstmal alles, wenn wirklich Chaos entsteht.
Und warum soll der geschützt werden? Warum soll dieser Typ geschützt werden? Sag es mir jetzt, ist es der Bruder ist es, ne? Oder was? Nee, ist der Onkel. Ja, warum soll der geschützt werden? Das ist ja kein Schutz für ihn. Das ist für mich ein Zusammenhalt der Familie. Ja, aber das, was redest du von Familie? Der Onkel ist ja nun auch nicht ganz nah. Der steht für mich nicht zur Debatte, wenn ich von Familie rede. Das ist ein Schwein, das ist ein Dreckskerl, der hat mich kaputt gespielt. Eben. Und eure Familie, das heißt deine Mama, dein Papa, deine Schwestern, die brechen doch nicht auseinander, nur weil du das sagen wirst. Ich hatte ja schon die Sorge, dass es der Bruder ist, dann wäre es ja noch komplizierter gewesen. Aber es ist nur der Onkel. Ja, nur der Onkel, das ist halt schwieriger, weil bei uns wohnen alle im selben Ort. Das ist ein kleines Dorf, wo ich jetzt weggezogen bin, voll geflüchtet bin. Mhm. Ich bin jetzt halt weit weggezogen und sehe auch nicht jeden. Und das habe ich gedacht, hilft mir, wenn ich weggehe, wenn ich abhaue. Ja, aber du läufst ja vor deiner Vergangenheit weg. Du konfrontierst dich ja nicht mit der Vergangenheit. Du spielst die Lüge ja irgendwie weiter und das Theater. Nein, in dem Punkt ja nicht, weil ich habe den Schritt und gehe regelmäßig zur Therapie. Natürlich, ja, aber du sagst ja mit einem Atemzug auch, das bringt ja gar nichts. Ne, und du sagst, bin ich zu ungeduldig. Nein, und du sagst auch noch, ich kann mir gar kein schönes Leben mehr vorstellen. Nee, das stimmt. Das glaube ich dir nicht. Wenn du ganz, ganz in dich hineinhörst, gibt es auch schöne Vorstellungen für dich, an die du im Moment nicht glaubst, dass die sich verwirklichen. Aber Träume hast du auch. Ja, im Moment ist mein schönes Leben, vorm Fernseher zu sitzen, in diese Fernsehwelt mich zu retten, so, das dass ist ich nicht danach denken. Ja, das ist eine Scheinwelt. Aber wenn ich dich jetzt frage, Amika, jetzt mal so ganz, 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 ganz ernst gefragt, wenn ich jetzt eine Zauberfee wäre und könnte dir etwas zaubern, ein Leben zaubern, eine Zukunft zaubern, wie sollte die aussehen? Wie würdest du gerne und schön leben wollen? Wie? Diese vielen Jahre vergessen. Und dann? Das ist ja noch keine Zukunft. Ja, dann habe ich ja mein Leben. Ja, wie möchtest du dieses Leben denn gestalten? Möchtest du eine Familie haben? Möchtest du Kinder haben? Möchtest du einen Beruf haben? Ich frage ja, das so nur. So wie ich mir das mein Leben halt vorher vorgestellt habe, bevor diese Erinnerungen hochgekommen sind. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Ich habe mein Studium. Ich habe meinen Freund, den ich sehr lieb habe. Was studierst du? Psychologie und Diplom-Sozialpädagogik. Ja, du hast deinen Freund, den du sehr lieb hast. Ja, ich liebe Kinder über alles. Das ist für mich das Schönste. So, da haben wir doch schon drei ganz große Sachen. Du denkst an Kinder, die du gerne hättest und die du lieb haben könntest. Du denkst an einen Freund, das heißt an eine glückliche Beziehung. Und du denkst an einen vielleicht für dich sehr anspruchsvollen und befriedigenden Beruf auch, wenn du dein Studium beendet hast. Mhm. Ja, dafür lohnt es sich doch zu leben. Und dafür lohnt es sich doch jetzt auch Dinge zu tun. Und Dinge tun heißt nicht vor dem Fernseher sitzen. Und Dinge tun heißt nicht weiter schweigen. Ja, diese Dinge tun. So, und du studierst Psychologie. Das heißt, du kannst das sehr wohl alles auseinander. Ja, für andere. Für andere ist das so. Okay, einfach. Aber du bist zugänglich. Ich merke das, wir können ja gut miteinander reden. Ja. Wenn du jetzt, ich weiß ja nicht, in welcher therapeutischen Hand du bist, ist das denn ein Mensch, mit dem du da redest, den du achtest und dem du Vertrauen schenkst? Oder eher nicht? Nee. So. Nächste Aktion: Therapeuten wechseln. Das weißt du auch, brauche ich dir eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, das weiß ich selber. Ich sag mal, ich bin bei dem auch nur, weil das vom Studium halt her, da gibt's eine Beratung, was weiß ich, jedenfalls, das kostet mich nichts. Und ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, die auch nichts kosten und die du auch abrechnen kannst auf der Krankenkasse. Eine weitere Möglichkeit. Das ist halt ein Punkt, ich weiß, dass das blödsinnig klingt, aber ich will nicht, dass meine Eltern je was davon erfahren. Also so, und da sage ich dir, das verstehe ich nicht. Und das respektiere ich auch nicht, dass du das sagst. Weil ich glaube, dass du von deinen Eltern Rückhalt bekämst. Du hast gerade so liebevoll gesagt, mein Papa würde mir nie sowas antun. Nee. Das klang so liebevoll. So. Und ich glaube, dass dein Papa dir das natürlich glauben wird und dass dein Papa und deine Mama... Mein Papa würde ihn umbringen. Der würde den eiskalt umbringen. Langsam. Und wenn er ihn hinter Gitter bringt, das reicht ja nur auch schon. Das würden wir dann ja auch alle hoffen. Aber noch nicht nach so vielen Jahren. Auch nach so vielen Jahren geht das noch. Du bist erst 21 Jahre alt. Merkst du, da muss doch jetzt was geschehen, Amika. Ja, ich habe einfach nur Angst. Ja, verständlicherweise, natürlich ist das, da will ich ja nicht wegreden. Natürlich hast du Angst. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass du dich, gibt es ja leider Gottes sehr viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du, dass du dich, wenn du zu unsicher bist im Moment, vielleicht auch erstmal an eine Selbsthilfegruppe wenden könntest.
Auch eine Möglichkeit, musst du nicht machen, aber um ein bisschen stabil. Ja, ich weiß, es gibt so viele Möglichkeiten und ich rate das ja auch selber und meine Freundin wurde vergewaltigt und mit ihr habe ich es geschafft, da bin ich jedes einzelne durchgegangen. Sie hat es geschafft, sie hat wieder Boden unter den Füßen, aber warum klappt das bei mir nicht? Es sind so viele Fragen, die ich nicht selber beantworten kann. Deswegen brauchst du einen Menschen, einen ordentlichen, guten Therapeuten, Psychologen, als dein Gegenüber, mit dem du bearbeitest, mit dem du arbeiten musst an dir und über dich. Hm. Das weißt du auch, Mensch. Ja, sicher. Ich weiß, dass ich das weiß und ich brauche das auch. Und die Angst und dann diese Selbstkritik und diese Selbstvorwürfe, weil wenn ich, weißt du, da könnte ich mich immer selber für den Arsch treten, wenn ich sage, ich bin selber schuld. Ja, da könnte ich dich auch für in den Arsch treten, dass du sagst, du bist selber schuld. Die Bilder sind in meinem Kopf, die sind fest jedes Mal, wenn ich die Augen zumache, kommt das vor. Wie kann ein kleines Mädchen, das sage ich immer an solchen Stellen, wie kann ein kleines Mädchen von 6 bis 11 Jahren, wie du gerade gesagt hast, daran schuld sein, wenn es vom Onkel sexuell missbraucht wird, vergewaltigt wird, geschändet wird? Wenn ich diese Bilder sehe und wie das abgelaufen ist, diese Wortwahl auch untereinander, weil es ist, dann hätte es, und es hätte doch jemand auffallen müssen. Es ist aber leider niemand aufgefallen. Deswegen musst du es jetzt öffentlich machen. Und ich sage dir, ich appelliere nochmal an dich, Amika, hab Vertrauen zu deinen Eltern. Hab Vertrauen zu deinem Papa. Such dir jetzt Verbündete, das ist ganz wichtig. Sitz da nicht alleine. Ich habe Angst, sie zu enttäuschen. Ach, Blödsinn. Was meinst du, wie enttäuscht... Nein, was meinst du, wie... Also jetzt ja mal ein ganz anderes. Amika, was meinst du, wie enttäuscht deine Eltern gewesen wären, wenn du gestorben wärst bei deinen Selbstmordversuchen? Da hättest du deinen Eltern aber Leid und deinem Vater ungeheure Schmerzen zugefügt. Ist das vielleicht besser? Oder wenn deine Eltern irgendwann mal erfahren, nach vielen, vielen, vielen Jahren, dieses Martyrium erfahren und sie kapieren, das hat die Amika uns nicht erzählt. Ist das vielleicht schön für deine Eltern dann? Nein, überhaupt nicht. Da würde ich mich als Elternteil immer fragen, hat sie kein Vertrauen zu mir gehabt? Warum hat sie mir das nicht gesagt? Warum hat sie sich mir nicht anvertraut? Ja, schon. Ich weiß, das weiß ich auch alles und das sage ich mir auch immer wieder, aber ja. So, Amika. Jetzt beenden wir mal das Gespräch hier in der Öffentlichkeit. Und ich möchte dich bitten, mit meinem Psychologen noch ein bisschen zu reden. Das ist der Peter. Ein ganz toller Mann, ganz toller Kollege. Du kennst das Verfahren, du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Dankeschön. So, und ich möchte dich sehr herzlich bitten, je nachdem, was passiert in den nächsten Wochen oder Monaten, mich nochmal anzurufen und mir zu erzählen. Ist okay. Ja? Danke. Alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Johanna, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Domian, es geht darum, ich habe einen Freund. Und dieser Freund ist mir letztes Jahr fremdgegangen. Das ist jetzt 10 Monate her. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 2 Jahren. Also jetzt im April werden es 2 Jahre. Ja. Und ja, auf jeden Fall, mein Freund ist mir fremdgegangen. Es war eine Racheaktion von ihm, im Grunde genommen, weil ich bin davor, kurze Zeit davor fremdgegangen. Und er hat, dann haben wir halt, sind wir umgezogen und haben dann eine neue Frau also haben ein Pärchen kennengelernt. Ja. Und ja, dieses Pärchen war regelmäßig bei uns. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gefahren. Und da muss wohl so eine Liebelei angefangen haben bei diesen beiden. Ja. Und die ging nachher zwischen ihm und der Frau von dem Pärchen. Genau. Ich muss dazu sagen, das Pärchen hat einen sehr großen Altersunterschied. Und der Altersunterschied beträgt etwas über 30 Jahre. Sie ist jetzt 20 und er ist über 50. Und ja, sie ist halt damals ausgezogen und dadurch kam halt diese ganze Geschichte, dass sie meinen Freund toll fand und konnte sich gut mit ihm unterhalten. Und da haben sie halt miteinander angefangen. Ja, und ich habe mir gedacht, nee, so einfach lasse ich mir meinen Freund nicht wegnehmen. Und habe halt um ihn gekämpft. Ja, ich habe halt so um ihn gekämpft, dass es nachher so weit ging, dass sie ihre Mutter nicht mehr sehen durfte. Und sie durfte ihre Mutter nicht mehr sehen? Genau. Verstehe ich nicht. Ja, die Mutter hing da halt auch mit drin. Und dadurch kam es halt, dass sie ihre Mutter nicht mehr sehen durfte. Und ihr Mann hat sie dadurch halt gestraft.
Ja, mein Freund hatte sich mit ihr zu der Zeit schon eine Wohnung gesucht. Ach so weit, das heißt, dass, da wart ihr quasi schon getrennt dann? Ja, er hatte sich von mir getrennt. Ja, und er ist dann mit der Frau zusammengezogen. Oder wollte zusammen, die wollten zusammenziehen. Die wollten zusammenziehen, ja. Genau. Und ja, ich habe es halt auch sehr spät erfahren, vor 3 Monaten ungefähr erst. Ihr seid aber jetzt, um es mal klarzustellen, ihr seid jetzt auch nicht mehr zusammen, du und dein Freund. Doch, wir sind noch zusammen. Ihr seid wieder zusammen jetzt, er ist wieder zurück. Ich habe erfolgreich gewonnen, ja. Ja, ja. Durch diesen Racheakt halt habe ich gewonnen. Ja, und das nimmt er mir halt immer wieder übel, weil er wohl auch sehr viel Gefühle in diese Frau investiert hatte. Aber was war denn so der Casus Knactus der Racheaktion? Was war der Hauptpunkt? Dass ich fremdgegangen bin, kurze Zeit davor, so ein halbes Jahr davor circa. Nee, ich meine jetzt, wie du ihn zurückgewonnen hast. Wie ich ihn zurückgewonnen habe. Ja, ich habe halt um ihn gekämpft. Ich habe sie seelisch fertig gemacht. Sie ist halt sehr leicht zu beeinflussen. Also die Rache sah so aus, dass du diese Frau seelisch fertig gemacht hast. Genau. Und das hat deinen Freund dann wieder so beeindruckt, dass er von der Frau wegging und wieder zu dir. Nee, ich habe sie so beeinflusst, dass sie nachher gesagt hat, du, ich will nicht mehr. Ich gehe zu meinem Mann zurück, weil sie ist verheiratet mit diesem Mann. Und daraufhin ist er halt zu mir zurückgekommen. Aber nicht ganz glücklich ist er. Nee, ich bin ehrlich, ich bin auch nicht ganz glücklich. Und er wirft dir vor, diese Racheaktion der Frau gegenüber, dass du die so fertig gemacht hast psychisch. Genau, er hat danach versucht, halt mich fertig zu machen. Und das über Monate. Es ist halt auch ein Knackspunkt im Moment bei uns. Aber es ist ja interessant, was wir heute Abend hier so gehört haben. Rache hat nie Harmonie oder Glück zur Folge. Rache bringt immer neue Probleme und immer neue Verspannungen. Und immer wird es komplizierter oder unangenehmer. Es wird nie gut, nachdem man Rache ausgelebt hat. Das stimmt. Ich bin halt auch am Überlegen, ob ich mich nicht trennen sollte von diesem Mann. Das hast du wieder durch deine Aktionen da und trotzdem hast du kein Glück in der Hand. Nein, danach war unsere Beziehung, ich habe dann noch versucht, unsere Beziehung zu retten durch einen Urlaub. Und in diesem Urlaub habe ich eigentlich gemerkt, dass dieser Mann gar nichts mehr für mich ist. Und kurze Zeit später ist er halt in Haft gegangen. Er ist im Moment auch in Haft. Ich weiß nicht. Hast du denn jetzt auch ein schlechtes Gewissen dieser Frau gegenüber? Die hast du ja nur richtig fertig gemacht, ne? Nein, gar nicht. Weil sie hat meine Freundschaft ausgenutzt. Sie war erst mit mir befreundet. Und dann halt über mich ist sie an ihn rangekommen. Ich habe gar kein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, nein. Ich würde es jederzeit wieder tun. Hat dein Freund dich denn während der Aktion, als du die Frau so fertig gemacht hast, hat er dich da auch beschimpft oder war er sehr aggressiv zu dir oder war er sehr auf großer Distanz? Er hat versucht, Abstand zu nehmen, ja. Er hat mir halt auch angedeutet, dass er, er sagte halt immer, ich habe keine andere Beziehung und. Aber ich habe es halt gemerkt, weil er nicht mehr zärtlich zu mir war. Er ist halt auch nicht mehr auf mich eingegangen. Da kam in mir das Gefühl hoch, da ist irgendwas. Ich habe es nachher halt auch ganz blöde erfahren. Und zwar bin ich mit meinem Bruder zum Bahnhof gefahren bei uns. Da sind die zwei Hand in Hand am Bahnhof lang gegangen halt. Und ich natürlich sofort aus dem Bus raus und habe da erstmal rumgebrüllt und habe dann gesagt, er soll ausziehen. Und ich wollte die Koffer packen von ihm. Habe aber nachher dann doch gesagt, bleib doch. Aber es ist ja schon wirklich verrückt, dass jetzt nach dieser ganzen Racheaktion nichts übrig bleibt. Ne? Die Freunde sind weg, die Bekannten sind weg, der Freund, der Geliebte ist auch nicht mehr da wahrscheinlich, die Liebe ist flöten gegangen. Das stimmt. Ja, und ich versuche halt jetzt mich auch noch mehr zu distanzieren von ihm, so Schritt für Schritt. Ja. Und für mich ist es natürlich einfacher. Johanna, jetzt ist die Sendung vorbei. Das ist auch nochmal eine traurige Geschichte, aber letztendlich vielleicht auch eine aufschlussreiche. Rache bringt nichts, ne? Eigentlich bringt Rache gar nichts. Domian, darf ich noch eins loswerden? Nee, die Sendung ist gleich weg. Tut mir leid. Wiederhören. Tschüss, Johanna. In der Technik, Leo Scholten. Wir sehen und hören uns morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht. Bye, bye.